Sei gegrüßt. Kurzes Tutorial, wie man eine Höhenschichtlinie im Grundriss interpolieren kann. Ganz egal, ich kann hier einfach einige Verbindungslinien zwischen den beiden Höhenschichtenlinien machen. Also angenommen, die heruntere wäre auf der Höhe 0 und die obere wäre auf der Höhe 5. Es geht recht schnell. Und vielleicht hier noch eine. Die Verbindungen selber sind vollkommen egal, es geht nur darum, jetzt die besonderen Fangpunkte einzustellen. Hier, Teilungen. Wenn ich jetzt Teilungen eingestellt habe, besondere Fangpunkte einstellen, zum Beispiel hätte ich gerne 4 Teilungen. Wenn ich jetzt hier drauf fahre, habe ich 3 Zwischenlinien. Also, 6 Teilungen. Habe ich 5. Also 1, 2, 3, 4, 5, also 1 viel, stimmt nicht. Also nochmal 0, 1, 2, 3, 4, 5, also eine weniger, so ist es. Manchmal reicht das Gehirn nicht offensichtlich, also wirklich 5 Teilungen, okay. Und jetzt kann ich hier mit dem Spline-Werkzeug zum Beispiel einfach, wenn ich sage, na, der Hilfspunkt ist blöd, so. Hier ist er. Hier. 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 Dann habe ich jetzt immer praktisch diese Höhenschichtenlinie. Wenn hier 0, also hier 0 wäre, hier wäre 5, dann wäre das die Höhenschichtenlinie 1. 2, 3 und so weiter. Könnte ich jetzt einfach machen. Allerdings, die besonderen Fangpunkte kann man natürlich jetzt auch einstellen, dass sie entlang des gesamten Elements unterbrechen. Also hier zum Beispiel habe ich hier die 5. Das ist jetzt noch falsch. Ich muss das nochmal entlang des gesamten Elementes. Dann bleibt das. Dann kann ich jetzt hier einfach die nächste nachzeichnen. Und so weiter. Gut, das war's wieder.